Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem zauberhaften, neuen, sehr, sehr deckenden Video. Ich habe heute einige Produkte hier, die ich eigentlich schon vor mehreren Monaten testen wollte, es aber eigentlich unmöglich war, die Sachen nach Deutschland zu kriegen. Jetzt ist es soweit, es gibt neue Lidschattenpaletten sogar noch mit dazu und ich dachte, wir machen heute einfach ein wir machen sehr viel Make-up in mein Gesicht heute. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Freunde, ich wünsche euch einen zauberhaften Karfreitag und für die nächsten Tage, falls ihr feiert, schöne Ostern. Ansonsten, falls ihr nicht feiert, trotzdem schöne Feiertage und freie Tage. Ihr seht, ich habe noch nichts in meinem Gesicht und ich möchte auch gleich loslegen. Denn ich habe von Purish ein paar Produkte zugeschickt bekommen, die ich euch heute zeigen darf. Ich habe auch einen Code für die Produkte. Ich setze euch alle Informationen in die Infobox. Nein, ich verdiene kein Geld an dem Code. Ich sage es immer wieder nur dazu. Es geht heute um Juvia's Place. Juvia's Place, ihr kennt das, war vor einem Jahr so richtig, richtig gehypt, vor allen Dingen mit den Lidschattenpaletten. Und vor 10 Monaten kam Juvia's Place mit Complexion-Produkten raus, also Foundation, Sticks und dann kam auch noch flüssiger Concealer. Und ich habe heute alles außer den flüssigen Concealer hier. Und das möchte ich mir in mein Gesicht geben. Ihr habt mit Sicherheit schon einiges davon gehört. Ultra Full Coverage. Diese Foundation soll angeblich meine kommenden Skandale kaschieren. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich habe aber auch drei Lidschattenpaletten von vieren. Ich habe hier einmal die Berries und die Chocolate Palette. Wunder, wunderschöne Farben. Und wir werden eine testen. Ich werde euch aber natürlich auch andere Swatches mit einblenden. Ich habe euch bei Instagram gefragt, welche Palette ich testen soll. Und gewonnen hat tatsächlich die Berries Palette. Die Nude Paletten, wie gesagt, ich swatche euch einmal, dass ihr da schon mal so ein bisschen sehen könnt. Aber ich bin gerade richtig schock, wie gut ich hier heute durchkomme. Nicht so viel Gequatsche, wir quatschen gleich, während wir die Produkte auftragen, aber ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn 100.000 Freunde dieses Jahr, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Erzählt es eurer besten Freundin, eurem Onkel, eurer Tante, eurer Stiefmutter, wem auch immer ihr wollt. Vielleicht kommen ja ein paar neue tolle Leute zur Giacomo Army dazu. Und jetzt fangen wir an. Ihr könnt sehen, ich habe außer Creme noch nichts in meinem Gesicht. Und es geht heute um die Foundation erstmal. Das ist die I Am Magic Velvety Matte Foundation. Die ist made in Italy, Full Coverage und kommt in so einer Quetschtube. Ich habe zwei verschiedene Farben mir aussuchen können. Ich habe eine etwas zu hellere und eine, ja, ich glaube eine, die ganz gut passen könnte. Ich habe einmal die Farbe Cebu und einmal Marisao. Die ist sehr, sehr hell. Die hebe ich erstmal auf. Die Foundation kommt in 42 Farben, gibt es exklusiv in Deutschland bei Purish. Und ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Ich habe überlegt, nehme ich einen Primer, nehme ich keinen Primer. Ich nehme einen Primer heute und zwar den Milk Hydro Grip Primer. Die Foundation soll ja recht matt sein und ich bin nicht so. Also normalerweise sind meine Foundations eher glowy, als dass sie matt sind. Deswegen nehme ich keinen mattierenden Primer, weil ich Angst habe, dass es dann einfach zu matt und zu cakey sein wird. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich so an diese Foundation denke, dass das eine gute Foundation für den Sommer ist, wenn ihr ölige Haut habt. Ich werde auch einen mehr oder weniger Langzeittest machen. Ich drehe gerade am Donnerstagvormittag. Ich schminke das nachher wie immer ab, dann trage ich die Foundation neu auf und dann filme ich am Abend nochmal ganz am Ende des Videos so eine kleine Zusammenfassung, wie die Produkte bei mir im Langzeittest funktioniert haben. Ihr seht das Video am Freitag. Primer habe ich mir aufgetragen. Ich mache extra heute kein Color Correction, denn ich möchte wirklich wissen, wie krass deckt diese Foundation ab. Kommt wie gesagt in so einer Quetschtube und ich gebe mir, sie ist sehr, sehr dickflüssig. Ich gebe mir mal so eine erbsengroße Menge hier auf meinen Handrücken. Okay, also sie ist sehr dick. Ich mache einmal eine halbe Seite. Oh, Santa Maria. Sie ist hell. Das ist schon die dunklere Farbe. Vielleicht oxidiert sie noch so ein Stück. Okay, diese Foundation hat soeben meine Existenz kaschiert. Ich habe vor ein, zwei Videos gesagt, dass ich so ein bisschen probieren möchte, mir nicht ein neues Gesicht ins Gesicht zu schminken. Heute nicht. Heute schminken wir eine ganz andere Person drauf. Das ist Full Coverage. Tarte Shape Tape hat den Chat verlassen und ich habe immer noch extrem viel Produkt hier drauf. First Impression, Deckkraft Iconic. Also das ist, glaube ich, die deckendste Foundation, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das Finish sieht recht matt aus. Ich schaue mal von Namen kurz.
Aber das ist kein Extremmatt. Das ist jetzt wirklich ein, ja, ein Velvet-Matt. Also so, dass man noch sieht, dass ich Haut im Gesicht habe und nicht nur Foundation. Finde ich ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass man die vielleicht auch mit einer Creme oder so gut mischen kann, dass man so ein bisschen leichtere Deckkraft hat. Mega. Ich mache einmal die andere halbe Seite. Und ich habe ja hier immer noch extrem viel Produkt drauf. Ich gebe mir so dicke Foundations auch gerne auf meinen Handrücken. Einfach damit sie schon mal so ein bisschen warm werden kann und sich dann so ein bisschen leichter mit meinem Gesicht verschmilzt und verblendet. Okay, es geht aber auch extrem schnell, stelle ich fest. Ich muss da jetzt nicht so super viel hin und her blenden, weil sie sich sehr, sehr gleichmäßig auf mein Gesicht legt. Also ich könnte jetzt so rausgehen, so nicht, aber ich müsste jetzt kein Puder mehr mit drauf machen, weil es fühlt sich leicht an im Gesicht. Also man merkt klar, dass ich etwas im Gesicht habe, aber nicht so dieses schwere, zugekleisterte Gefühl. Das ist sehr krass gerade. Und vom Finish her muss ich sagen, sie ist mir nicht zu matt. Also ich kann natürlich mit Highlighter und einem Glow Spray vielleicht rüber gehen, aber cute. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ich habe nämlich noch diese Sticks hier. Einmal habe ich sie in der Farbe Nicaragua. Das ist so ein Stick, mit dem man konturieren kann wahrscheinlich oder auch highlighten kann. Das machen wir mal auf der Nase erst. Okay, auch hell. Der ist ein bisschen, natürlich ist es eine Stick Foundation, die ist ein bisschen fester von der Textur her, aber auch krasse Deckkraft. Ich habe überlegt, ob ich den als Concealer benutze oder ob ich die Foundation einfach als Concealer benutze, weil die habe ich ja auch in hell. Das ist die Farbe Maricao. Ich gebe mir davon mal so ein ganz kleines bisschen unter meine Augen, um das aufzuhellen. Okay, ich brauche nie wieder einen Concealer in meinem Leben, Freunde. Tarte Shape Tape ist cancelled. Hier ist mein neues Gesicht, Freunde. Und ich habe extrem viel Produkt noch auf meiner Hand. Also man braucht wirklich nur minimal. Ich liebe ja Full Coverage, ne? Ich habe noch nie so viel Deckkraft in einer Foundation gehabt. Also wenn ihr wirklich auf wirklich, wirklich, wirklich Deckkraft steht, ich glaube, wir haben da jetzt eine Möglichkeit. Gefällt mir vom ersten Eindruck sehr, 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 sehr gut. Lässt sich gut verblenden. Sieht schön aus. Also natürlich ist das jetzt kein Natural Make-up, um Gottes Willen. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber die lassen sich sehr gut miteinander verblenden. Ich habe mir noch einen Stick in der Farbe Cameroon ausgesucht. Der ist etwas dunkler. Und damit wollte ich konturieren. Ich mache hier mal erstmal so ein bisschen hin. Ich vermute, dass der sehr deckend sein wird. Und ich nehme jetzt hier so einen Foundation Brush und buffe das Ganze dann erstmal so ein bisschen ein und hoffe, dass ich das ausgeblendet kriege. Aber tatsächlich ist es immer ein guter Trick, wenn ihr das so ein bisschen auf die Haut gebt und dann kurz anwärmen lässt. Das ist auch eine schöne Contouring-Farbe, stelle ich gerade fest. Also, das ist natürlich online immer so ein bisschen schwierig. Es gibt aber eine Seite, wenn ich die finde, setze ich die euch mal unten mit rein, wo genau daneben steht so ein Vergleich. Wenn ihr die und die Fenty Beauty Foundation habt, könnt ihr die und die Juvia's Place Foundation nehmen. Wenn ich das finde, setze ich euch das unten mit rein. Das ist eine sehr gute Hilfe und war mir auch eine Hilfe. Da ich aber nicht weiß, welche Foundation-Farbe ich sonst habe. Schwierig. Okay, also ich habe ein extrem helles Gesicht. Mein Hals ist natürlich rot, weil ich so aufgeregt bin gerade. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Schwamm so ein bisschen unter die Kontur und blende alles so ein bisschen zusammen. Würde das ganze Gesicht einmal kurz halbwegs setten, Augenbrauen, Blush und Highlighter drauf machen und dann sammle ich mich nochmal kurz. Okay, Freunde, meine Base ist einmal fertig. Als Highlighter habe ich meinen eigenen genommen. Den gibt es auch bei Pirsch. Ich glaube, sie haben sogar noch ein paar weniger. Also, falls ihr den noch nicht bekommen habt, check it out, bevor sie weg sind. Ich habe es ja neulich schon gesagt, Produktion ist vorbei. Es kommt nichts mehr. Alles, was jetzt noch da ist, ist der Rest. Auch bleibt auch der Rest versprochen. Es kommt dann einfach nicht mehr. Okay, Base ist krass. Also, das ist ein anderes Gesicht, was ich mir darauf geschminkt habe. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe keine Pore mehr, ich sehe keine Trauer, keinen negativen Kontostand, ich sehe flawless aus.
Jetzt würde ich fast sagen, dass wir einmal was auf die Augen machen. Ich blende euch vorher aber hier einmal ein paar Swatches von den Paletten ein. Und zwar haben wir hier einmal die The Chocolate Palette. Eher so wirklich intensive Farben. Da ist ein Pressed Pigment mit drin und fünf Lidschatten. Und das ist eher so ein bisschen intensive Schokofarbe. Dann haben wir hier einmal die The Nudes Palette. Sehr softe Farben. Ich finde den Schimmerton, den ersten, sehr, sehr spannend. Das ist so ein folierter Ton. Und zu guter Letzt habe ich hier einmal die The Berries. Auch hier ist Pressed Pigment mit drin, Nummer 1 und Nummer 5. Das ist einmal das und einmal das. Kann also sein, dass es ein bisschen stained ist. Nicht für die Augen gemacht, aber you know it. Freunde, wir fangen jetzt mit dieser Palette an und ich hole euch ein Stückchen näher zu mir. Okay, also ihr seht, wie flawless meine Haut ist. Man sieht keine Pore, man sieht nur noch Highlighter und Face. Ich habe mir nur so ein leichtes Augenbrauengel durch die Augenbrauen gegeben. Und jetzt, Freunde, schminken wir was mit der Palette. So sieht die einmal aus. Ich finde die sehr, sehr schön. Auch von der Größe her, die ist so, ja, so groß wie meine Hand, kleiner als ein iPhone 11. Also sehr, sehr handlich und sehr transportfreundlich ist. Pappe fühlt sich aber nicht billig an. Und was ich sehr gerne mag, ist, dass das Papier hier oder die Pappe, die kann man leicht abwischen. Ich mag das nicht, wenn es so trockenes Papier ist, dann wird das alles schmutzig. Ich nehme als erstes mir einen Pointed Small Blender Brush und gehe in diese Farbe hier, in die erste. Was ich schade finde bei Juvia's Place, das kritisiere ich immer, ist, dass kein Spiegel mit drin ist. Ich mag es nicht, dass da kein Spiegel drin ist. Ich verstehe es nicht. Ja, es ist süß, dass da die zwei Mädels sind, aber die Mädels habe ich auch vorne drauf. Ein Spiegel wäre cool. Am Ende, sie sind nicht so teuer, die Paletten. Und mit meinem Code könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Geld sparen. Ich habe jetzt einiges auf meinem Pinsel und das platziere ich mir schon mal in meine Lidfalte. Und es sieht heller auf dem Auge aus als im Fännchen. Ich baue mir das so ein bisschen auf. Meine Base ist wie immer leicht gesettet. Und ich weiß schon, dass ich heute rosafarbene Augen haben werde den ganzen Tag. Aber ich lieb's. Dann weiß man immer, dass man was geschafft hat. Okay, das geht extrem einfach. Ich baue mir die Farbe schön auf. Zack, fertig. Das ist ein krasses Pink. Es wundert mich ein bisschen, dass es auf dem Auge etwas heller rauskommt als in der Palette. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil das ist ja nicht die dunkelste Farbe, die wir in der Palette haben. Wir haben noch eine dunklere. Die werde ich dann gleich noch benutzen. Also mega, mega schnell. Ich mache den Pinsel jetzt mal so ein bisschen sauber an meiner Hand. Und gehe in die Farbe hier unten. Ich weiß nicht, ob er sie erkennt, aber das hat so ganz leichte Schimmerpigmente mit drin. Meistens packen die Firmen aber so leichten Schimmer nur mit rein, damit das Ganze von der Textur her einfach ein bisschen besser wird. Und das blende ich mir hier oben hin. Kein bisschen Vorlaut unter den Augen. Und ist sehr deckend. Ich nehme mir jetzt einen sauberen synthetischen Pinsel und bleibe auch sauber. Und blende dann einfach nur noch hier oben die Farbe ein bisschen aus, weil ich da nicht noch was anderes hingeben möchte. Und selbst das funktioniert. Man braucht natürlich bei solchen leuchtenden Farben immer etwas mehr Zeit, aber wenn ich so aufwendige Looks haben möchte, das finde ich, das ist mir neulich aufgefallen, als ich geschnitten habe. Wenn ich auf so intensive Farben stehe, dann möchte ich nicht in 2 Minuten fertig sein. Dann würde ich eine Alltagspalette benutzen, Nudes oder so. Bei solchen Farben gehe ich lieber 2, 3 Mal hier links und rechts rüber. Und ihr seht ja, es lässt sich ja ausblenden. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier kämpfe, sondern ich blende einfach so ein bisschen hin und her. Ich nehme mir jetzt einen kleinen Pointed Brush und gehe in das dunkle Lila hier und intensiviere das Ganze einmal außen. Da haben wir die dunkle Farbe, die wir gesucht haben vorhin. Und selbst die kann ich perfekt ausblenden. Santa Maria. Okay, wow. Ich ziehe mir einmal ganz kurz eine Cut Crease, mache meinen unteren Wimpernkranz und dann benutzen wir die Schimmerfarben, Freunde. Okay, ich habe sogar diesen Stick hier genommen. Das ging richtig, richtig gut, weil das dann nicht so schmierig wird. Und ich finde, bei so flüssigem Concealer ist immer das Problem, dass wenn man zu viel Produkt hat, dass die Cut Crease dann so ein bisschen verschwimmt. Hatte ich jetzt hier gar nicht. Ich nehme jetzt hier auch von Morphe so einen flachen synthetischen Pinsel und gehe in diesen Schimmerton hier. Der Pinsel ist noch trocken. Ich trage Schimmer am liebsten mit dem Finger auf. Das mache ich bei jeder Palette eigentlich. Ich wollte es jetzt aber mal testen. Es funktioniert. Und ihr seht, also es ist ein krasser folierter Effekt. Wir nehmen mal aus der Nudes Palette, dann haben wir die auch so ein bisschen benutzt, diesen Ton hier, diesen ersten hier. Okay, das
viel rausgekommen. Also der ist sehr weich. Krass, ist das denn? Ich gehe mal mit meinem Finger rein, weil das ist flüssiges Gold. Mega Folieneffekt. Ich weiß nicht, das kommt in der Kamera nicht so rüber. Richtig schön. Auch diese Kombination, dadurch, dass der so leicht duochrom ist, hier könnt ihr es auf meinem Finger sehen, der hat so ganz leichte rosa Pigmente mit drin und sieht in Kombination sehr, sehr schön aus. Meinen unteren Wimpernkranz mache ich einmal und einmal Lashes drauf, Freunde. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der Lidschattenpalette. Ich bin schock. Richtig intensiv. Meine Lashes trocknen gerade noch so ein bisschen. Ich wollte euch das nochmal so im Gesamtkunstwerk zeigen. Richtig, richtig krass. Auch die Deckkraft der Foundation umwerfend. Ich bin überrascht von den Lidschattenpaletten, ganz ehrlich. Ich habe die anderen ja getestet und ich mag die nicht so. Die wirken aber so, als hätten sie sich ein bisschen mehr Gedanken über die Formulierung gemacht, dass sie auch thematisch zusammenpassen. Ich mag es nämlich nicht, wenn Paletten so bunt durchwürfelt sind und ich nicht weiß, was ich machen soll. Hier habe ich eine schöne Color Story mit drin. Ich kann monochrom gehen, ich kann ein bisschen intensiver gehen. Ich kann aber auch gerne mal mit einer anderen Palette mischen. Ich bin auf die auf jeden Fall noch gespannt. Ich werde euch da auf jeden Fall noch ein Update zu geben. Werde ich vielleicht in meinem nächsten Video einfach schon mal auf dem Auge tragen, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Die Links zu den Produkten sind unten in der Infobox. Ich werde mich jetzt einmal abschminken, Freunde. Dann werde ich mich neu schminken und dann nehme ich euch übers Handy mit. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal aus dem Studio und wir sehen uns gleich mit dem Handy wieder. Hallo, es ist jetzt 15 Uhr. Ich trage den ganzen Spaß jetzt schon 3 Stunden in meinem Gesicht. Ich habe es vorher noch nicht geschafft, mich zu melden, aber Full Coverage. Man sieht nichts mehr. Und ohne das Augen-Make-up sieht das Ganze noch viel, 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 viel krasser aus. Hallo Mülleimer, hallo Müllsack. Sehr, sehr schön. Ich finde, es sieht etwas trocken aus, aber ich glaube, sobald die Öle ein bisschen durchgekommen sind, wird das Ganze richtig, richtig schön aussehen. Und vor allen Dingen, man sieht einfach nichts mehr im Gesicht. 19:50 Uhr. Ich habe den ganzen Spaß jetzt wirklich eine Weile drauf. Ich war gerade einkaufen. Ich habe Essen gemacht und was seht ihr? Nichts. Es ist einfach verdammt nichts zu sehen. Es sieht immer noch flawless aus. Unter meinen Augen ist es ein bisschen trocken, aber das liegt vermutlich an dem Puder, was ich benutzt habe. Ansonsten wunder, wunder, wunderschön. Ich lasse das Ganze jetzt bestimmt nochmal 2 Stunden drauf. Ich vermute, dass sich hier nicht mehr viel ändern wird. Es sieht krass aus in der Kamera, es sieht im Licht draußen krass aus. Man sieht die Poren nicht. Eine Pore sieht man hier. Ansonsten amazing. So, Freunde, es ist jetzt 22:30 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation, ich weiß es nicht, Ewigkeiten drauf. So ganz langsam ist es um die Nase etwas ölig geworden. Ich könnte mir jetzt einen Zewa nehmen und das Ganze würde aussehen wie neu. Auf meiner Stirn. Es hat sich nichts bewegt. Selbst wenn ich meine Stirn so ein bisschen anrunzel, es passiert nichts. Mega, mega krass. Ich werde die Foundation selbstverständlich noch weiter testen. Auch mit anderen Primern. Vielleicht noch mit einem Illuminating Primer drunter, dass das Ganze noch so ein bisschen frischer aussieht. Aber top. Bis jetzt eine der besten, ja, eine der besten Full, Full Coverage Foundations, die ich bis jetzt getestet habe. Wunderschönes Ergebnis. Super günstig, mit meinem Code sowieso noch mal ein bisschen günstiger. Tolle Sache. Ist natürlich alles einmal unten in die Infobox. Vielen Dank an Purish, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Mit ein bisschen Sparen ist das Ganze ja im Moment auch ein bisschen erträglich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.